bin hier Lulu. Jetzt ist genug geflüstert. In der Bottom Lane mit Caitlyn. Mit dabei ist niemand außer Mitski oder Miski. Mitski. Mitskaroni. Denn es hat sich keiner angenommen sonst. Jo. Ist halt so. Sie ist jetzt nicht wirklich sonderlich spät oder sonderlich früh, deswegen ist natürlich tragisch, dass wir da quasi fast alleine spielen müssen. Aber egal. Bin ja auch hier nicht im Teamspeak, weil ich mir dachte, ich zocke einfach mal so gemütlich eine Runde als Lulu-Support und ja. Habe auch ganz brav, obwohl ich zuerst Lulu gepickt habe, nicht gleich mal mit oder top genommen, weil da natürlich da die Leute sehr gerne das gleich so früh wie möglich in den Chat tippen und dann einloggen. Und da dachte ich mir, naja, spiegelt Support. Weil Support spielt normal fast niemand hier im normalen Modus. Freiwillig zumindest. Und jo, deswegen. Meine ich da auf alle Fälle. Was macht die da? Ich darf auf alle Fälle schauen, was sich machen lässt als Support. Wir haben eine ziemlich poke-intensive Lane hier mit Caitlyn, Lulu. Wenn wir schauen, ob wir Thresh und Jinx runter harassen können am besten. Die Jinx natürlich. Wenn da der Thresh da mit Relic Shield und 4 Pots anfängt, ist es nämlich nicht so sinnvoll, da drauf auf ihn zu gehen. Weil natürlich viel mehr sustained als die Jinx, die einen Pot hat und halt eben auch Relic Shield Stacks. Ansonsten natürlich mit Spell Thieves Edge anfangen. Kann aber, wie gesagt, einige Items dann später noch ausbauen. Kann mir auch aussuchen, ob ich jetzt AP gehen möchte oder eher CDR oder auf Aura-Items oder was weiß ich was. Auf jeden Fall ist es hier angesagt, dass wir pushen. Ich habe ja auch 4 Biscuits, deswegen kann ich da eigentlich schon einiges machen. Leider hier nicht getroffen, aber sonst. Wir haben, wenn das weitergeht, zuerst Level 2. Muss aufpassen, dass ich nicht in Flay Range bin. Hui. Und nicht in der Rocket Range. Jetzt bin ich Level 2, die sind auch Level 2. Gleichzeitig. Der hat da eigentlich mit dem Cannon, mit den Rockets dann ein bisschen hier schnell die Wave gecleared, aber ja. Schöner Poke, wie man hier sieht. Kann sich sehen lassen. Müssen halt auf den Hard Engage aufpassen. Von Thresh. Wirklich schöner Poke, wie man hier sieht. Also, da muss ich gleich mal ihren Pot zünden. Ist eh klar. Irgendwie ein bisschen laggy oder so. Nicht laggy, aber ihr habt ja gesehen, irgendwie der Autotag landet da und irgendwie. Irgendwie kam dann das Gold ein bisschen verspätet an oder so, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das nicht wirklich Auswirkungen hat. Wird. Jo. Könnte jetzt auch noch einen Punkt in Q reingeben noch. Oh ja, das war jetzt nicht gut. Wir haben allerdings kein. Naja, hier immerhin einen Kill bekommen. Ich könnte hier jetzt auf sie drauf flashen, theoretisch. Mache ich aber, glaube ich, nicht. Soll ich das machen? Ist sie noch da? Ich glaube, sie ist gebackt, nämlich, und ich kann jetzt nicht wirklich so hart drauf gehen. Jo, die ist nicht mehr da. War ganz okay hier. Sidestone geht sich leider nicht ganz aus. Außer ich, naja, ich würde eigentlich warten, wäre vielleicht keine schlechte Idee, hier die 15 Gold noch zu warten. Allerdings fehlt mir dann noch eine Menge an Kohle hier. Aber machen wir mal so. Für Sustain.
Weil natürlich möchte ich hier schon eigentlich mit Piskuit starten, damit ich hier Sustain habe, aber wenn nicht, dann nicht. Ja. Haben hier. Ich hätte vielleicht vorher flashen können in Tower Range, aber ich bin auch sehr, sehr squishy, das darf man nicht unterschätzen. Hier mit meiner Physikrüstung und nicht allzu vielen HP. Wow, der stackt hier. Erbarmungslos, der Nasus. Ja, also, ich glaube, es läuft ganz gut, derweil. Wenn ich hier gehuckt werde, bin ich selbst schuld oder die Caitlyn. Die pushen eh rein, deswegen brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Die hat hier mit Whamzap angefangen. Das verstehe ich nicht ganz, aber ist, sag ich mal, nicht. Könnte schlimmer sein. Der wird ein bisschen mit dem Last hitten. Okay, da hat sie ein bisschen das versemmelt, aber ist nicht so schlimm. Gleich mal ein Wort hier rein. Das meine ich gerade wieder auch. Da kam die Auto-Attack eigentlich ja recht spät. Oh Mann. Ich möchte eigentlich mein Schild hier. Kann ich zwar auch fürs Schild natürlich ausgeben, aber ich würde hier gerne harassen, die. Die Jinx, wenn geht. Ui, da hat sie den Camp-Creep nicht bekommen. Hier auch schöner Poke wieder dabei. Das Schild kam zu spät nämlich. Ich meine, ich glaube, das Caitlyn Q hat sie zwar geschildert, aber. Oh. Geht er nicht rein. Jo, die haben ziemlich Angst. Oh, das sind alle. Komm ich noch weg? Na, sehr schön. Vier Leute in der Bottom Lane. Es ist schon. Die sieht die Resets in den Augen wahrscheinlich. Also sowohl die Jinx als auch die Katarina. Oh shit, das war nicht so gut. Da habe ich die Auto-Tech zwar geschildert, aber. Ich muss jetzt trotzdem backen, ich habe keinen Sustain. Ich hole gleich mal Boots und Pots. Jetzt wieder auch zurück. Natürlich kann man sich da immer mit dem W selbst den Speed Boost geben, damit man schnell in die Lane zurückkommt. Wobei das Ramp-Sap da hat, ist ja gar nicht so schlecht. Sie kann eigentlich ziemlich lange in Lane bleiben jetzt, deswegen. Sie war ja vorher eigentlich. Sie hat ja mit, weiß ich nicht, ich glaube so 200-300 HP überlebt. Und ist jetzt schon wieder recht healthy, sag ich einmal. Ist ziemlich nice für sie und für uns eigentlich. Jo, kriegen wir alle wahrscheinlich easy. Schöne Last Hits, wie steht's damit? Last Hits 52 zu 54, also ganz gut eigentlich. Ich habe hier allerdings keinen Flash, also muss ich da schon auch aufpassen. Oh Mann, ja, da muss ich schon ein bisschen schauen, dass der da eh nicht so gut Thrash machen kann, was er will. Schön gedodged. Nicht gekommen, egal. Level 6 jetzt. Das heißt, wir haben da noch mehr Poke quasi, wenn die dann auch noch so knapp überleben und wegkommen. Kommt dann noch die Caitlyn-Ult hinterher und dann ist es. Ui, schöner Poke. Da habe ich noch sie erwischt, aber ihn leider nicht. Natürlich immer am liebsten beide erwischen, wenn es geht. Auch eine schöne Auto-Attack hier. Ui, ja, sehr schöner Poke hier. Oh Mann, das ist nicht gut. Ja, Ultimate hätte auch nichts gebracht eigentlich. Hätten wir einfach vorher schon wrecken müssen. Ich habe doch keine Awards irgendwie. War nicht so gut von mir. Ich war da gerade so mit der Laning-Phase beschäftigt, dass ich da vergessen habe zu warden. Wir haben wahrscheinlich jetzt einen Drake bekommen. Schauen wir mal, ob wir da sehen und hören, wann das der Fall ist. Wahrscheinlich jetzt gleich demnächst.
Jetzt rum wahrscheinlich circa. Ah, der hat ihn schon. Habt zwar den Sound nicht gehört, aber das ist halt so. Na gut, was lernen wir daraus? Schön worden, wenn man hier aggressiv spielen möchte. Schön gesmeistert. Plus 6 da hier für den. Der nächste Wave könnten wir eigentlich den Tower auch pushen. Ui je. Der kriegt sie nicht alle. Aber die immerhin. Okay. Da hat er mich gehuckt, während da die Creep Wave verreckt ist, natürlich. Er ist an Schaden genommen. Aber ich habe hier noch 2 Biscuits, also bin ich eigentlich ganz gut noch dabei. Könnte schlimmer sein hier. Hier die Wards auch jetzt stehen einmal. Kann Hecarim nicht einfach wieder. Weil er hat auch Teleport, ne? Das heißt, wenn da irgendwie da hinten zum Beispiel ein Ward hinfetzt in den Busch, dann ist es nicht wirklich leichter, was dagegen zu tun. Ist wirklich, hat sie wirklich so Angst? Sie hat auch. Jo, keine guten Items eigentlich. Warum sie da hier noch einen Dagger hat, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich wird sie da auf die Boots gehen oder so. Auf die Zweier-Boots würde ich hier zwar nicht empfehlen, aber... Tja, das war der Flash gewastet. Da haben wir wahrscheinlich so 4 Minuten wieder da sind, also um 16 Uhr irgendwas. 16 Uhr. 16 Uhr, Leute! Sagen wir 16. 50 Flash, Flash. Auch schön gedodged. Ach komm. Kommt der Nasus? Ja. Haben mit aber wahrscheinlich dann ein Wort, deswegen. Deswegen weiß ich nicht, ob das da so sinnvoll ist. Ist auch einer drinnen. Oh Mann, ich habe keinen Mana mehr. Da auch schon wieder, auch bei Nasus Auto Attack. Ui, da kommt der Damage. Da kommt der Damage! Nice, jetzt habe ich Mana. Da kommt noch die Syrah. Katharina ist in der. Bei der Flanke. Ob das da funktioniert, weiß ich nicht. Jo. Dann müssen wir leider backen. Weil der hat da noch einen Kill rausbekommen, irgendwie. Not bad. Schauen wir da, ob man da noch. Okay, nein, da hat er in ein Wort dahin gepflanzt. No pun intended. Weil der Maokai ja auch da. Aber da hat er den Nasus, also war es kein Pun eigentlich. Also war ziemlich schlecht, einfach nur, egal. Gut, was nehmen wir hier? Ich glaube. Und so viel CC. Ich glaube, da wäre ein Mikael ziemlich gut. Nehme ich mir hier auf jeden Fall. Und dann hier noch die. Könnte hier auf Mobility Boots gehen oder einfach auf CDR Boots. Ich glaube, ich nehme auf CDR Boots. Hier ein bisschen schnelles CDR mir holen, weil ich auch nicht das Item upgraden werde. Das Dingenskirchens. Und man könnte hier auch auf Locket gehen, hier wegen ein bisschen Maokai, Syrah auf alle Fälle, ist ja Midlane Syrah. Ja, AOE Damage. Aber ich glaube, da gehe ich dann doch lieber auf was anderes. Vielleicht auf Writer's Glory zum Beispiel für Engage, aber kaufe ich normalerweise nicht auf Lulu, aber vor allem nicht auf dem, aber auf
Port Lulu wird es wahrscheinlich schon Sinn machen, auch teilweise hier. Da jetzt drauf. Dann halt nicht. Ui. What the hell? Achso, sie ist schon wieder da. Ich bin blind. Ha. Schön erwischt mit dem Poke. Wie knapp. Okay, da hat er noch da das bekommen. Ui. Also, wir haben mal wieder keine Worts hier. Sollten wir vielleicht auch dafür sorgen, dass wir die mal kriegen. Cyrus allerdings Midlane und Maokai ist Toplane, also das ist schon mal nicht schlecht für uns. Auch schön den Poke getroffen. Ui, da kommt er. Oh lol, der Kill! Nein, ich hatte kein Shield ready. Naja, immerhin habe ich überlebt. Ich bin da wichtiger als AD Carry. Spaß. Lord. Naja. Geht er auch der Tower down? Der Midlane Tower. Bauern Tower. Komm, den kriegst du noch. Hat aber gut Stacks für den Jungle Nasus, hey? Der hat 240 Stacks schon. Not bad. Und da hat er auch schon das abgegradet. Der ist schon ziemlich tanky. Also nicht unterschätzen diesen Nasus hier. Ich werde ja auf jeden Fall mal mein Trinket upgraden. Wir sind ja Level 9 mittlerweile, dann geht sich das schon aus. Hier ist auch der Dragon wieder ab. Wenn wir da groupen, könnten wir den vielleicht uns schnell holen. Weil in Normal Games normalerweise die Leute da jetzt nicht so drauf gehen. Braucht 11 was? 11 Stacks, 11 Minuten. Bisschen XP leechen hier. Wenn ich schon da bin. Ich glaube, da wird er nicht wirklich glücklich werden hier. Aber wenn ich hier reingehe. Oh nein, ich bin genau reingelaufen. Naja, da. Lauf, Junge, hol sie dir! Wow. Und schön mit der Ulti gesaved. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ein Teleport hat er ja keinen, aber. Es ging ja um die Midlane, die hier noch irgendwo vielleicht herumgurkt. Aber der hat auch guten Damage. Sehr schön. Und dann nehmen wir die vielleicht so. Okay, dann hast du hier jedenfalls nichts. Dann nehmen wir einfach hier noch die Wave hier schnell. Den Tower auch noch. 1, 2, 3, Feuerwehr herbei. Und dann geht's wieder weg. Und dann geh schon noch drauf. Na eben. So, da. Renn in die Falle rein, der Typ. Leider noch nicht genug Gold für das Upgrade hier. Was ich haben will, den Michaels Crucible. Und man sollte noch einfach einen Pink One beim nächsten Becken. Können wir uns den holen, weil ja, okay, ein bisschen MR kriege ich noch dazu bekommen, aber ich sollte jetzt nicht in der Position sein. Ich bin momentan auch so, dass ich öfter mir denke, ich weiß nicht. Ich sollte jetzt nicht das Geld irgendwie ausgeben. Und dann schon aufpassen, ob da eh das Kaufen Sinn macht. Okay, der hat eine Rampage. Das ist nicht ideal. Aber derweil sind wir noch eh gut dabei. Wir haben auch den ersten Dragon bekommen vor für ein bisschen AD. Wir sollten hier jetzt hin. Wir sollten nicht mit Bottom bleiben, weil es keinen Sinn macht, hier irgendwie die Wave zu pushen oder so. Ist auch da auf jeden Fall der Pink Ward drinnen. Schauen wir mal, ob wir den schnell clearen können, ohne zu sterben.
Jupp, da kommen die Gegner. Okay. Eben sehr schön den Ward geklärt, aber da kommt jetzt gleich der nächste wahrscheinlich. Das soll er ruhig machen. Ich habe jetzt genug Geld für mein Mikaels dann. Das ist nicht gut. Ui, die machen Damage. Ja, das habe ich extrem unterschätzt. LOL! Curve a Bullet würde ich das nennen. Ich da den Mikaels Crucible schon fertig, wäre das vielleicht besser gelaufen, aber natürlich geht das nicht so einfach. Ich bin wahrscheinlich sogar den Mid-Turret hier. Der pusht jetzt zwar rein, aber ich meine, ist halt ein Jogger, ne? Ich meine, schnell pusht er nicht. Sag wahrscheinlich kommt doch der Teleporter oder so von Hecarim. Vielleicht aber auch nicht, wir werden es gleich sehen. Und dann traden wir eigentlich Turrets, was gar nicht so schlecht ist. Aber, ui, der ist low. Nicht schlecht. So, schilden wir mal weg. Und hier unten ist ziemlich viel los. Da kommt eine fette Wave angeflogen. Okay, dann hat sie zwar den Tau bekommen, aber eigentlich kriegen wir jetzt noch den Farm. So, da. Mit dem Meer. Wir könnten eigentlich mit der Gruppen. Ich glaube, wir sollten aber schon auch. Bei der Lifestyle, deswegen braucht es nicht, glaube ich nicht. Sollten schon auch Locket dann irgendwie nehmen. Weil die Sarah vernichtet uns teilweise. Ich weiß nicht, warum wir so viel Schaden. Oder ich weiß nicht. Das war vielleicht auch eher der Hecarim. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe jetzt nicht auf den Death Recap geschaut. Normal macht das Sinn hier, den Death Recap. Der ist so ziemlich buggy manchmal. Aber einfach schon mal drauf schauen, um einfach zu wissen, jetzt warum verreckt man eigentlich. Was macht da so viel Schaden? Wenn das natürlich da der AP-Schaden extrem hoch ist, dann ist klar, dass das wegen zu wenig MR ist. Okay. Ja, jetzt wenn wir mit der Gruppen würden, würden wir vielleicht... oh Mann. Ui, hier auch. Schönen Poke hier geliefert. Ui, da kommt der Teleport rein. Auf den Dingens hier down. Ui. Hier wieder schönen Poke. Wenn wir sie so poken können und sie nicht irgendwie. Ui, das ist ein schöner Knockout gewesen. Oh, das war nicht gut. Sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Hm. Schönes Rise of Glory allerdings. Weg mit dem. Hast du den weg, den Jungen? Wir schauen, ob da ich irgendwie die... Wow, das war knapp. Holt euch den einen! Oh, der Resets! Ja, das war's. Und keiner ist verreckt. Schöne Sache. Holen wir uns den zuerst, den zuerst, den zuerst. Geht's daher? Ist halt schon wieder da. Können ja auch alles nehmen. Ich habe jetzt alle keine Worte mehr für Baron, deswegen muss ich auf jeden Fall schon mal backen hier. Könnte hier auch
Ich glaube, ich gehe hier doch auf die Aegis, weil die schon eigentlich ziemlich viel AoE-Damage haben. Und ich glaube, es ist keine schlechte Idee, da hier Locket zu bilden. Dann bin ich auch CDR-capped. Und danach wird es vielleicht noch ein Writer's Glory, wenn es sich noch ausgeht. Wenn nicht, dann halt nicht. Das Gold-Item ist ja eigentlich, ja, nur zur Dekoration. Ja, das ist schon, also schon gut. Ich meine, ich habe ja fast 600 Gold schon eingenommen, aber das ist natürlich für 50 Minuten ist auch nicht so viel. Gehen schon der Glitterlands hin und dann ist schon wieder alles vorbei. Schön schauen, dass wir bei Baron E-Division haben. Damit wir natürlich jetzt hier nicht Gefahr laufen, dass dieser sich das unter den Nagel reißen. Wie sagt man da? In Österreich sagt man einnahen, sich etwas einnahen. Das heißt so viel wie einnähen, könnte man fast sagen. Einfach sich etwas an sich reißen. Ja, so ist das, gell? Wenn wir zu 15 können wir auch ziemlich, glaube ich, gut den Teamfight hier gewinnen. Ui, da die Katharina gehuckt. Aber ob er das. Geht's doch einfach drauf auf den. Kommt's, den holst dir. Nasus, go, go! Oh Mann, der ist schnell, der Kleine. Ui, die ist verreckt. Die war jetzt alleine unterwegs. Die hätte mir einfach nachlaufen sollen. Oh Mann. Der veräppelt uns gerade ziemlich. Ich habe auch hier noch meinen Mikkels nicht verwendet. Mann, komm, ich möchte mein E drauf treffen. Da, geh drauf, Nasus. Nasus. Jo, getroffen. Mann, der soll das nicht machen. So, Nasus. Oh Mann. Ja, das war nicht ideal. Leute, Leute, Leute. Ich würde sagen, ich sollte dann aber auch gleich backen hier. Die können nicht wirklich viel machen. Ich meine, haben hier noch ein bisschen Baron Vision. Das heißt, da wird schon nichts passieren, aber. Ja. Ja, gut. Also, natürlich hätte ich mit dem was machen können, wenn ich da einen CC oder so gesehen hätte irgendwo. Aber war einfach keiner. Ich war einfach nicht in der Nähe, deswegen hat das noch keinen Cooldown. Brauchst du nicht gar nicht, dass ich darauf vergesse, ja? So ist es nicht. So ist es. Ui. Steht jetzt Solo wahrscheinlich. Jo. Das war leider abzusehen, wenn die so wegsendet. Wobei, gegen Hecarim natürlich da. Wenn er halt reingeht, geht er halt rein, ne? Muss ja aufpassen wegen Thresh. Ist wahrscheinlich irgendwo einer. Oh Mann, hat mich noch getroffen. Aber geht nicht rein wahrscheinlich. Da muss er. Oh fuck, jetzt muss ich flashen, leider. Sonst verreck ich. Oh nein. Nehmt's den! Raus! Ist sehr schöner Reset, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Lauf! Sehr schön. Den Pinkbot hin.
nach einem normalen Wort hin und dann können wir den ohne Probleme wahrscheinlich machen. Den Baronicus! Zeit für... Ah, ich glaube, das Spiel geht nicht mehr so lange. Ich mache einfach hier diesen. Hol mir noch einen Wort mehr und dafür einen Pink-Wort, weil ich möchte hier jetzt nicht den letzten Slot zu kleistern mit irgendeinem unnötigen Item, was ich dann nicht upgraden kann oder so, weil das Spiel dann vorbei ist. Deswegen... So. Schön mit der Glitterlands drauf. Ja, also Nasus hat da auch eigentlich ziemlich guten Secure. Der hat ja sein Q hier und dann noch Smite. Und wir haben auch noch Cho'Gath, deswegen, wenn der dann nom 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 macht, dann natürlich geht's noch leichter. Ich wollte einfach jetzt Mitte pushen, genauso wie die das machen, weil die Creeps, natürlich so normal geht das nicht. Die haben zu viel Wave Clear, Syrah und Jinx, aber hier mit den Baron Buff geht das ganz easy eigentlich. Oh man, sieht nicht gut. Und hier mit dem Dings geht das schon ziemlich gut, wie man hier sieht. Oh wow, Leute, geht's auf den Tower drauf. Da kommt der Damage, ne? Jetzt habe ich da mein Dings auch verwendet, obwohl ich glaube, der hat sogar genitet, deswegen war er ziemlich schlecht, also ziemlich schwach, der Heal nicht schlecht, sondern schwach einfach nur. Und jo, die werden wahrscheinlich aufgeben, vielleicht sogar, oder auch nicht. Oh Mann, jetzt bin ich vielleicht fast verreckt. Also ja. Hier noch ein paar Worte, weil wir sehen, wohin sie laufen. Kann auch ein gutes Teleportziel hier sein. Ich muss auf jeden Fall schnell backen. Habe den Powered Recall. Zack, bin gleich fast voll. Dank dem Baron Buff. Wer das nicht weiß, da gibt ja auch ein Powered Recall. Und dann ist man dann natürlich viel schneller back. Tut man das halt noch schnell upgraden, holen das noch einen Pink oder was. Ich könnte auch eigentlich das einfach so lassen und mir halt dafür eines von den Flasks kaufen. Hier zum Beispiel Sorcery oder sowas. Oder Iron. Ich habe hier keine Anti-CC-Boots, deswegen die Anti-Iron, also die Anti-CC-Flask wäre nicht schlecht eigentlich. Die haben ja einiges. Die haben ja 4 Stun und so weiter. Hier auch noch Root und so weiter. Oh wow, der haut rein, der Fette. Boah, der macht Damage mit einem Schlag gleich mal. Fast der Creep. Fast der Creep down. Die sollten wir eigentlich Mitte pushen lassen und dafür in einer anderen Lane. Jo. Wir sollten Baron Buff nicht zu verschwenden, wir sind jetzt zu dritt hier unten in der Bottom Lane, also müssen wir schon aufpassen, aber es ist schon ausgelaufen, deswegen ist die Wave da so stark. Die werden wahrscheinlich, die Syrah wird wahrscheinlich mit einem QE-Combo oder so wird sie wahrscheinlich clearen können. Deswegen... Dann gehen wir halt weg. LOL, die Trap, Alter. Hat mich gerade gerettet, glaube ich. Der Junge geht rein, Mann. Ja, den kann man nicht helfen. Der glaubt, der ist Gott oder so. Nehmt euch mal den davor, genau. Ui.
Ui, der Joker geht down. Schöner Damage. Aber sie verreckt auch dabei. Jamitski, der Triple Kill. Disrespect. Geben die jetzt auf? Ich weiß nicht. Die gehen noch immer nicht auf den Shot. Never surrender. Naruto. Naruto. Oh Mann, er geht da drauf. Können das eh finishen eigentlich jetzt. Oder zumindest die beiden Threads hier kriegen. Hier pusht mal hier rein. Oder auch nicht. Ja, geht sich schon aus. GG, Leute. War doch ganz gut, oder? Diese... Am Anfang war... Im ersten Drittel des Spiels gab es dann Missplay von mir, da habe ich nicht gewartet, deswegen sind wir verreckt, aber... Ja, dann doch ziemlich gut. 24 Assists. Sehr nice. Ich glaube, ich habe eine ziemlich hohe Kill-Participation hier. Man sieht sich... Von 33 Kills war ich bei 25 eigentlich beteiligt. Also ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Lulu Support Gameplay. Bis zum nächsten Mal.